die Deutsche Meisterschaft der Fahrzeuglackierer ist die perfekte Plattform, um den jungen Menschen zu zeigen, was ist unser Beruf, was können wir, wie innovativ sind wir. Und genau hier können sich alle beweisen und zeigen, was sie können. Wir möchten anhand der Deutschen Meisterschaften, die übrigens die Premiere feiern hier in Münster bei Klasowitz, möchten wir natürlich auch ein Nationalteam daraus bilden, junge Menschen für den Beruf begeistern, sie ihn leben lassen. Und ich glaube, das erleben wir heute hier live. Für uns ist das einfach eine total geniale Gelegenheit, auch uns mit jungen Talenten auseinanderzusetzen, sie kennenzulernen, zu fördern. Ich meine, die haben ja schon einen ganz tollen Weg hinter sich, sind schon Landesbester geworden und haben jetzt die Möglichkeit, sich nochmal zu qualifizieren. Und wir mit Glasurit wollen das natürlich unterstützen bestmöglich und freuen uns ungemein, dass das am Gesbold stattfindet. Fahrzeuglackierung ist ja Reparaturgeschäft. Ne? Unser Job ist ja da drin, Fahrzeuge instand zu setzen, Mobilität zu gewährleisten. Aber wir haben gesagt, bei dem Wettbewerb ist es doch mal was anderes, wenn wir einfach die drei Werkstücke, die wir da ausschreiben, auch mit Design beleben. Und wir haben da eigentlich immer ein Motto für jedes Jahr. Im letzten Jahr waren wir auf Farbe, sind wir abgefahren. In diesem Jahr haben wir gesagt, okay, lebt mal einfach euren Traum, den Traum der Fahrzeuglackierer. Wie kann der aussehen? Wie kann eure Welt aussehen? Wir sind eine bunte Welt. Wir sind kreativ unterwegs. Wir lieben einfach die Farbe, den Glanz, die Oberfläche, und dann haben wir es ausgeschrieben und dann heißt es ganz einfach, mach eine Werbetafel, mach einen Effekt, überleg dir, wie eine Werbung aussehen kann, wie das Motto präsentiert werden kann. Das spiegeln wir dann auf einem Karosserieteil als zweites Werkstück wieder und dann haben wir noch ein kleines Fahrzeugmodell, wo wir sagen, hier kannst du kreativ sein, Design machen, wie du möchtest, einfach Farben leben und lieben. Es sind quasi zu den Aufgaben vorgegeben worden, dass jeder Teilnehmer zu jeder Aufgabe 6 Farbtöne ausmischen darf. 3 Aufgaben sind gestellt, das heißt 18 Farbtöne, macht nachher insgesamt 288 Farbtöne. Es gibt 3-Schicht-Farbtöne, die quasi jeden Tag auf der Straße zu sehen sind. Es gibt aber auch so diese Trendfarben wie Rosé aus der Barbie-Kollektion oder Violett. Oder mal so Kontraste wie Grün mit Violett oder Rosé gemischt. Also das ist schon sehr spannend, was da ausgesucht worden ist. Also erfahrungsgemäß ist der erste Tag erstmal immer komplett nervös und aufgeregt. Aber das Beste ist, man bleibt immer ruhig, weil wenn man einmal einen Fehler macht, dann verraspelt man sich und man kommt dann einfach von einem Fehler zum nächsten, weil man dann immer denkt, okay, scheiße, ich muss jetzt noch mehr und schneller und besser und dann passieren noch mehr Fehler. Es ist ein ganz toller Wettbewerb, es macht Riesenspaß, den jungen Leuten zuzugucken. Es sind ganz tolle Vorbilder für ihr Berufsbild. Wir sind super stolz und haben uns total gefreut, dass wir tatsächlich 16 Anmeldungen aus jedem Bundesland, eine Anmeldung für den Wettbewerb hatten. Jetzt haben wir krankheitsbedingt ganz kurzfristig eine Absage, trotzdem 15 Top-Teilnehmer, Teilnehmerinnen am Start, die hier alles geben und zeigen, was für einen tollen, wertvollen Beruf sie haben. Thank you.